Wunderschönen guten Tag, schön, dass ihr reinschaut und willkommen zurück zu Gran Turismo Sport. Und heute eine, wie ich finde, sehr besondere Folge. Ich wage mich nämlich mit Gruppe 1 Fahrzeugen auf das legendäre Le Mans Circuit de la Sarthe, um es mit dem offiziellen Titel zu betiteln. Und wir gehen heute mit einer absoluten Höllenmaschine auf die Strecke, nämlich dem Nissan R92 CP aus dem Jahr 1992. Es handelt sich um die Le Mans-Variante ohne Schikanen. Das heißt, wir werden heute fast 400 Stundenkilometer erreichen. Und ich habe mir die Streckenerfahrung gegönnt. Ich bin auch ein paar Runden Qualifying gefahren, aber ich habe mega Respekt vor diesem Rennen. Ich bin mega gespannt, wie es läuft, und ihr seht, hier sind einige Nissans am Start, denn gerade in der Streckenvariante ohne Schikanen werden wir heute absolute Höchstgeschwindigkeiten erreichen, und da ist eben der Nissan R92 CP eines der absoluten Top-Autos im Moment. Ich fühle mich noch nicht hundertprozentig sicher auf diesem Track, deswegen wirklich, ich habe da riesen Respekt davor, habe mich aber immerhin mit meiner 3-7 irgendwas auf den 8. Startplatz arbeiten können. Meine bisschen Resthoffnung, die Topzeiten liegen so bei 3 Minuten bis 3 Minuten 2, dass eben sich vielleicht viele nicht die Zeit fürs Qualifying nehmen. Und genau das ist passiert. Gut. Alles klar. Wir geben Gas. Das Rennen eindeutig von Nissan dominiert. Ob der kotzende Eisbär hier was reißen kann, das schauen wir uns jetzt einfach mal an. Höchste Konzentration. Bisschen unruhig. Ja, da verliere ich gleich den Platz wieder, den ich mir erobert habe. Wie gesagt, alles andere als sicher bin ich hier noch unterwegs. Ja, aber der Kamerad hat die größere Probleme als ich. Gut. Konzentration. Ich habe hier, glaube ich, ein bisschen mehr Schwung mit auf die lange Gerade nehmen können. Das ist schön. Das heißt, wir ziehen hier gleich mal vorbei. Da gab es eine leichte Berührung zwischen uns durch den Schlenkerer des großbritannischen Kollegen hier. Vielleicht können wir uns jetzt auch ein bisschen gegenseitig im Windschatten nach vorne ziehen, denn wir haben immerhin nach der kurzen Wegstrecke schon 3,5 Sekunden Abstand zu den Vordermännern. Und das dürfte hier die mit Abstand längste Gerade im gesamten Spiel sein. Und wir sind bei 375, 376, 77 Stundenkilometer. Mit ein bisschen Glück schaffen wir noch die 380. Und dann ist erstmal Schicht im Schacht. Und jetzt gilt es dann am Ende der langen Gerade erstmal die Kurve zu überleben. Da gab es eine leichte Berührung, ja. Aber alles noch im grünen Bereich. Lackaustausch ist erlaubt, wenngleich bei den Geschwindigkeiten natürlich extrem gefährlich. Und ich lasse ihn extra ziehen. Ja, das tut mir total leid. Das tut mir total leid. Ich habe ihn jetzt wirklich berührt. Das gibt 5 Sekunden Strafe. Ja, okay, er hat natürlich sehr früh gebremst, aber ich bin ihm hinten drauf gefahren. Das ist nun mal so. Ah, da bin ich extra früh auf die Bremse, um ihn vorbeiziehen zu lassen. Und krieg dann eine Strafe dafür, dass ich ihn hinten reinramme. Also nochmal, das ist eine Strafe, die für mich nachvollziehbar ist. Sie ist aber einfach extrem ärgerlich und am Ende halt auch einfach unnötig. Abbauen werden wir sie definitiv auch nicht können. Dafür ist die Strecke einfach zu schnell. Aber ich werde mich auf jeden Fall beim Kameraden entschuldigen müssen. Ich muss mal sehen, ob ich noch herausfinde, wer das war. Aber alles andere als eine tolle Aktion. Aber manchmal kann man halt auch einfach nicht mehr machen als bremsen, ne? Und wenn es dann nicht reicht, dann ist es halt so. Ja, ihr seht, ich habe hier noch leichte Probleme, leichte bis mittelschwere sogar. Hier kann man nämlich an sich recht flott durchfahren, aber das traue ich mir schlicht und ergreifend noch nicht zu. Und das wird mich sehr wahrscheinlich auch noch den einen oder anderen Platz kosten. Der Vollständigkeit halber sollte erwähnt sein, dass ich hier auch in diesem Rennen nach wie vor noch mit Gamepad unterwegs bin. Das führt jetzt nicht unbedingt dazu, dass ich sicherer und präziser unterwegs bin, aber mittlerweile habe ich mich an den Controller ja ganz gut rangearbeitet. Das kriegen wir schon gebacken. Platz Nummer 6 von 18 für den Moment. Ja, Mann, da verliere ich ein Hundertstel nach dem anderen.
weil ich da einfach noch zu langsam unterwegs bin, halte hinter mir den Verkehr ein bisschen auf, aber man kann natürlich auch an mir vorbeifahren. Und jetzt kriege ich eine negative Sportsgeistwertung, weil ich zu langsam gewesen bin. Manchmal habe ich wirklich das Gefühl, das Spiel will mich verarschen. Da bin ich jetzt natürlich sehr weit rausgekommen, den Schwung ein bisschen mitgenommen. Ja, gut, es gab noch mal ein bisschen Zeitstrafe oben drauf, obwohl, kann es eigentlich nicht so wirklich erkennen. Wir sind mittlerweile unter 5 Sekunden, aber wie gesagt, die werden wir definitiv das gesamte Rennen hier mit uns rumschleppen. Ich habe übrigens weiche Reifen drauf. Ich weiß nicht, ob das die richtige Wahl ist, denn man sieht es jetzt schon am Reifenverschleiß. Ich werde sehr wahrscheinlich zwischendrin mal in die Box fahren müssen und der Sprit sieht aber nicht so aus, als müssten wir in die Box. Nee, der Sprit reicht auf jeden Fall aus, das heißt, da unterm Strich die falsche Reifenwahl. Ich hatte die weichen Reifen nämlich im Qualifying aufgezogen und ja, zwar auch zugegebenermaßen nicht dran gedacht, jetzt vor dem Rennen noch was zu ändern. Auf der anderen Seite hatte ich auch keinen Erfahrungswert. Das heißt, ich hätte es wahrscheinlich so oder so drauf angelegt. Was war das denn? Ah, manchmal verstehe ich es auch einfach nicht. Das Spiel setzt uns zurück. Wir sind nach wie vor auf dem 6. Platz, den scheinen wir uns hier ein bisschen zuzuzementieren, aber ich habe denselben Bremspunkt, ich könnte meinen Arsch drauf verwetten, wie im Training hier angelegt und bretter sowas von ins Kiesbett drauf. Das sind dann auch bei diesen extremen Geschwindigkeiten teilweise echt 1-2 Meter, die du zu spät bremst und schon hast du verloren. Also da lieber ein bisschen früher aufs Eisen steigen. Vielleicht habe ich da den Kameraden aus Großbritannien, die ich vorhin abgeschossen habe, dann auch Unrecht getan, dass er zu stark gebremst hat. Vielleicht habe ich einfach zu schwach. Bin ich zu schwach in die Eisen gestiegen. Aber nützt ja nichts. Ja. Eine der Strecken, die ich definitiv mit am seltensten gefahren bin im GT-Sport. Es gibt gute Gründe dafür. ist natürlich ein absoluter Klassiker und neben dem Nürburgring eine der absoluten 24-Stunden-Legenden. Aber sind natürlich auch Geschwindigkeiten, die hier gefahren werden, die einen wirklich schwindelig werden lassen können. Wenn man hier eben richtig gut sein will, Geschwindigkeit hin oder her, muss man trotzdem jeden Zentimeter, jeden Brems- und Scheitelpunkt auswendig kennen. Und nicht so langsam, wie ich hier durch die Kurven gehe. So, ich scheine einfach das Glück zu haben, dass alle hinter mir schlechter sind. Denn gut ist das nicht, was ich hier mache. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, aber es könnte definitiv auch schlechter laufen. So, jetzt hier ganz vorsichtig. Die zweite Schikane ist deutlich enger als die erste. Nicht zu sehr abkürzen, das mag das Spiel nicht. Und ich schaffe es tatsächlich entgegen meiner Vermutung, ein bisschen was an der Zeitstrafe abzubauen. Ja, hier fahre ich noch zu schnell rein. Muss auch dann den flachen Winkel mitnehmen, um hier einfach sauber durchzukommen. Das kostet mich Zeit, kostet mich Geschwindigkeit. Kamerad Schmalfuß hinter mir wird das gleich ausnutzen. Seku Reti oder wie auch immer er heißt, aus Deutschland. Und spätestens jetzt, denn hier komme ich erstmal so schnell nicht mehr weg. So, alles klar, das haben wir uns schön verkackt. Lange Rede, kurzer Sinn. Das wird mich jetzt auch hier richtig Zeit und Geschwindigkeit auf der langen Gerade kosten. Aber nichtsdestotrotz, so traurig es ist, läuft das Rennen gerade besser, als ich es vermutet hätte. Platz Nummer 7 von mittlerweile nur noch 17. Am Anfang waren wir, glaube ich, 18. Longhi aus Großbritannien auf Platz Nummer 9 könnte derjenige sein, den ich da aus Versehen abgeschossen habe. Das ist auf jeden Fall nochmal eine Entschuldigung wert. Ja, und ihr seht es links unten an meinem Reifenverschleiß. Die weichen Reifen waren eine ziemlich bescheuerte Wahl. Das werden wir, so denn wir denn nach Le Mans zurückkehren, auf jeden Fall nochmal anders machen müssen. Denn das sorgt dafür, dass ganz viele hier, wahrscheinlich die meisten, nicht in die Box fahren werden. Und der kotzende Eisbär braucht neue Schlappen. Ziemlich doof. Na gut, sehen wir das Ganze als Test, als großen Versuch. So, und jetzt früher bremsen. Ja, er braucht seinen Bremsweg. Er braucht seinen Bremsweg. Holla, die Waldfee. Ich muss natürlich auch aufpassen, die Streckenerfahrung, also quasi den internen Trainingsmodus von GT Sport, bin ich mit dem Porsche, wie heißt da? 959 Hybrid oder so ähnlich gefahren. Das Fahrzeug ist deutlich leistungsärmer als der oder als die Nissan-Legende hier und hat somit auch deutlich spätere Bremspunkte.
hier fahre ich noch zu langsam an. Die Kurve kann man eigentlich richtig schön flach mit hoher Geschwindigkeit durchfahren. Und den ersten Gang braucht man eigentlich fast gar nicht. Nicht nur, weil die Strecke so extrem schnell ist, sondern weil einfach auch dieser Monster-Motor, der in diesem Fahrzeug hier verbaut ist, einfach so viel Kraft auf die Strecke bringt, dass die Reifen es wirklich kaum auf die Strecke übertragen können. So, und das ist mir tatsächlich noch nie passiert, aber solche Dinge passieren halt einfach. Ja, das Spiel meint es gnädig mit mir, ich werde zurückgesetzt. Das kostet mich einen weiteren Platz. Wir sind zurückgefahren auf Platz Nummer 8. Was? Ja, die Reifen. Die Reifen. Die Reifen, es macht keinen Sinn und da verliere ich das Rennen. Aber hier, ich kriege nicht mal mehr, ich kann nicht mal mehr Gas geben. Die Reifen werden jetzt leicht schmutzig sein, sind völlig abgenutzt und ich kann das Fahrzeug so gut wie nicht mehr kontrollieren. Das heißt, rein in die Box, frische Schlappen drauf und einfach noch versuchen, das Beste herauszuholen. Der ein oder andere, ja, hat dann wahrscheinlich doch denselben Reifenfehler wie ich gemacht. So, wir packen uns jetzt nochmal frische, weiche drauf. Tanken brauchen wir nicht. Das wird uns jetzt richtig, richtig weit ins Feld zurückwerfen. Aber ja, ist halt so. Wenn man es nicht ausprobiert, wird man es auch nicht erfahren. Ne? Und diesmal ist es eine sehr schmerzhafte Erfahrung, auch anscheinend eine sehr lange Boxengasse. Sodass tatsächlich das komplette Feld gerade an uns vorbeizieht. Platz Nummer 15 für den Moment. Ja, aber das lasse ich definitiv nicht auf mir sitzen, auch wenn wir jetzt in dem Rennen nicht mehr groß was reißen können. Ich nehme mir fest vor, wir kehren auf jeden Fall nochmal zurück nach Le Mans. Und dann schlicht und ergreifend, ja, zum einen mit mehr Erfahrung, aber auch mit einer anderen Reifenstrategie. Aber zumindest die Zeitstrafe sind wir los. Siehst du? Alles hat was für sich. Gut, Platz Nummer 14 von 17, zumindest sind wir nicht letzter. Aber wir haben ja noch zwei Runden Zeit, um es noch so richtig zu versauen, deswegen warten wir es ab. Aber jetzt konzentrieren wir uns erstmal auf die letzten beiden Runden im legendären Le Mans. Und holen einfach noch das Beste raus. Schade, schade, zwischenzeitlich auf Platz 6 gewesen. Da sieht man, es ist noch Luft nach oben. Aber manchmal läuft es halt und manchmal nicht. Heute ist einer der Tage, wo es dann eben weniger läuft. Aber jetzt gucken wir mal, ob wir nicht in den 1,5 Runden, die noch vor uns sind, den einen oder anderen vielleicht noch cashen können. Nicht alle sind nämlich hier im Nissan unterwegs. Das heißt, ich werde hier auf der langen, langen Gerade nämlich tatsächlich gegenüber dem einen oder anderen Konkurrenten einen Geschwindigkeitsvorteil haben. Man sieht das zum Beispiel, dass ich mich an dem Porsche, der das wahrscheinlich da vorne ist, hier Schritt für Schritt ranarbeite. Also da geht noch was. Aber es ist jetzt im Endeffekt alles nicht mehr als Schadensbegrenzung. Ja, nicht sauber durch die Kurven gekommen. Zumindest nicht rausgeflogen, das ist ja auch schon mal ein Zwischenerfolg. Aber trotzdem, da hätte man deutlich smoother mit mehr Geschwindigkeit hier auf diesen längeren, schnellen Abschnitt, der mit Sicherheit auch irgendeinen tollen französischen Namen trägt, mitnehmen können. 1,7 Sekunden Abstand auf den Vordermann. Und jetzt mal nicht zu viel Risiko eingehen. Was mache ich denn? Ah, das ist einfach das. Es ist wirklich im wahrsten Sinne des Wortes eine Höllemaschine. Wie gesagt, eines der absolut schnellsten und leistungsstärksten Fahrzeuge in diesem Spiel. Und dann das Ganze bei den Geschwindigkeiten mit dem Gamepad. Das ist auch wirklich eine Herausforderung. Und ja. Aber ich kann ja auch nicht auf jede Online-Lobby 5 Stunden trainieren. Das ist klar, könnte ich machen. Aber ich weiß natürlich auch noch was anderes mit meiner Zeit anzufangen, aber ist egal. Man muss halt dann wirklich vorsichtig sein und dann halt auch, dann ist es halt so. Dann verkackt man halt so ein Rennen, dann lieber mal langsam fahren und versuchen den anderen nicht ihr Rennen zu versauen. Aber so ist das halt. Training, ups, ist einfach das A und O und mein Gott, die Reifen sehen noch gut aus, aber das hat mich jetzt alles so ein bisschen aus dem Konzept rausgeworfen. Gut. Ja, leider habe ich so ein bisschen im Vorfeld befürchtet, dass es hier in so einem Fiasko enden wird. Aber es ist trotzdem auch schön zu sehen, dass es nicht nötig war. Also da war tatsächlich noch einiges an Luft nach oben und auch jetzt in der letzten Runde kann noch einiges passieren, auch zu meinem Vorteil.
Wenngleich uns das jetzt auch nicht mehr so richtig viel bringen wird. Aber ich sag's nochmal, ich werde auf jeden Fall nach Le Mans zurückkehren, denn das lasse ich nicht auf mir sitzen. So, eine Runde haben wir noch. Noch ein paar Gegner in Schlagreichweite. Solange ich denn alle vier Reifen auf der Strecke lasse. Gut. Da sind wir zumindest schon mal zurück auf dem 13. Platz. Und die beiden da vorne sehen eigentlich auch so aus, als wären sie zu bezwingen. Aber trotzdem, nicht zu viel Risiko. Jetzt wenigstens versuchen, den schlechten 13. Platz, den wir haben, irgendwie nach Hause zu schaukeln. So einen Windschatten wäre jetzt von Vorteil. Aber den kriegen wir nicht. So. So sieht das dann in der Originalperspektive aus. Als lebensmüder, echter Le Mans-Fahrer. Absolut irre bei den Geschwindigkeiten. Mega krass. Und jetzt bremse ich wirklich vorher, weil ich will jetzt nicht nochmal einen abschießen. Meine Güte, Junge! Da kriege ich eine Zeitstrafe fürs Abkürzen, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber besser als die Kameraden zu erwischen, das gibt wenigstens eine positive Sportsgeistwertung. Und das Spiel ist gnädig mit mir. Ja, hier sieht man dann deutlich den Leistungsvorteil des Nissans. Schön gerade bleiben beim Beschleunigen, sonst wird der Kleine unruhig, das mag er gar nicht. Und da vorne haben wir, glaube ich, zwei weitere Nissans, das heißt leistungstechnisch werde ich da auf jeden Fall nichts mehr machen können. Aber jetzt gucken wir mal, dass wir den Resten Funken Ehre hier noch retten, der noch übrig ist. Ach, nein, 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 nicht spiegeln, nicht spiegeln! Oh. Und Kamerad Witwerli aus Schweiz schafft es tatsächlich mit seinem Hyundai-Raumschiff hier noch vorbeizuziehen. Für das Geschenk bedankt er sich jetzt aber wirklich. Na gut, alles andere als rund, aber wir haben es überlebt. Zumindest irgendwie. Gut, und wir haben es nicht vor Ende der Zeit ins Ziel geschafft, berechtigterweise. Ja, gut. Auf der einen Seite ärgerlich, auf der anderen Seite muss ich aber sagen, hat es mich jetzt auch nicht verwundert und es war dann doch nicht so schlimm, wie ich es befürchtet habe. Insbesondere mit der wenigen Le Mans-Erfahrung und Trainingszeit, die ich mir gegönnt habe. Nun gut, so sei es. Wenn es euch trotzdem gefallen hat, dann seid doch so nett, lasst einen Daumen nach oben da und wie gesagt, ich sag's nochmal, ich werde demnächst auf jeden Fall nochmal eine Folge zu Le Mans veröffentlichen und dann hoffentlich mit einem besseren Ergebnis. Ich freue mich, dass ihr dabei gewesen seid. Bis hoffentlich zum nächsten Mal. Euer kotzender Eisbär. Macht's gut. Tschüss.